dümmsten Ausgaben, die dümmsten Dinge, die ich mir jemals gekauft habe, Leute. Fangen wir mal an. Eine Brille von Tom Ford für, ich glaube, 450 Euro. Völliger Schwachsinn. Dann Givenchy Pulli, 700 Euro. Völliger Schwachsinn. Rolex Yachtmaster Vollgold, 2019 Modell, 40.000 Euro. Völliger Schwachsinn. Und Leute, ich bin ganz ehrlich, AMG GT4, auch wenn es ein mega geiles Auto ist, kostet mich wahrscheinlich jeden Monat 3.000, 4.000 Euro. Völliger Schwachsinn. Warum ist es ein völliger Schwachsinn? Und warum ist es für mich, warum mache ich es trotzdem? Warum ist es für mich gar nicht mal so schlecht? Aber warum solltet ihr zu 90% das absolut nicht machen? Okay? Und was solltet ihr stattdessen machen und wann solltet ihr das machen? Das jetzt in diesem Video. Und schreibt mir mal bitte hier per WhatsApp deine dümmste, deine allerdümmste Investition. Dann nimmst du teil an einem Gewinnspiel für den Juicery-Gutschein und auch für Jeremy Fragrance. Und schreib's mir auch mal in die Kommentare bitte rein. Also, Leute, ich würde euch wirklich empfehlen, gebt maximal 5-10% von eurem Einkommen für Konsum aus. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2. Bevor ihr nicht mindestens 5.000 bis 10.000 Euro verdient im Monat, würde ich wirklich nur ein günstiges, gutes Outfit haben, ein günstiges Auto, eine Apple Watch, höchstens, und fertig. Warum mache ich das hier und wann sollte man es machen? Erstens mal, diese ganzen Ausgaben, diese ganzen Kosten, es muss im Endeffekt unter 5 bis 10% von den monatlichen Einnahmen sein. Das ist mal Regel 1, okay? Regel Nummer 2, ganz klar, das hier muss mit passiven Einnahmequellen finanziert werden. Das heißt also Immobilien, Firmenanteile, Network Marketing, Vertriebsteams, Devisen, Ausschüttungen, Tantiemen, Lizenzeinnahmen etc. Ich würde niemals, Leute, niemals für einen 600, 700 Euro Pulli zum Arbeiten gehen und wirklich hart dafür arbeiten. Als ich früher im Straßenbau gearbeitet habe, für 8 Euro die Stunde, habe ich nie im Leben einen Cocktail gekauft im Club. Nie. Ich hätte niemals für 12,50 Euro einen Cocktail gekauft in München im Club, wenn ich 8 Euro im Straßenbau verdiene. Nein, heute kaufe ich Flaschen im Club. Warum? Nur mit passiven Einnahmen, weil ich nicht dafür mehr aktiv arbeite. Weil ich habe dafür früher gearbeitet und jetzt arbeiten dafür mein Geld, meine Mitarbeiter, okay, und meine Skalierungshebel. Also ganz wichtiger Punkt, du sollst dein Geld investieren, um passive Einnahmequellen aufzubauen und dann kannst du hinterher damit diese Dinge kaufen. Und zwar wirklich ganz easy locker. Also ich würde niemals für einen AMG arbeiten, niemals für eine Tom Ford Brille arbeiten, niemals für einen Givenchy Pulli arbeiten, niemals für eine goldene Rolex arbeiten gehen, sondern das wird alles verdient durch passives Einkommen mit einem kleinen Prozentsatz vom monatlichen Verdienst. Und davor war ich komplett low-key, nie Drinks im Club. Ich habe, bis ich 30.000 Euro im Monat verdient habe, S-Bahn, U-Bahn, und dann erst mit 23 in den M6 geholt, okay? Dann gar keine Uhr, dann mal irgendwann mal eine Apple Watch und erst dann, wo das Geld reinkam, erst dann. Und bei den Klamotten, ganz easy. Ich habe mir früher ganz wenige Sachen gekauft, die Basics und fertig. Natürlich ist es ja bei mir so, als Unternehmer oder auch jemand, der Vorträge macht, der Vertrieb macht, der Verkauf macht, na klar muss ich auch was darstellen. Das heißt also für mich, meine Autos, Leute, durch meinen ersten Ferrari zum Beispiel, habe ich einen Immobiliendeal angeboten bekommen, wo dann mein allererster Millionendeal rauskam. Also durch mein Auftreten habe ich natürlich auch Deals angeboten bekommen, konnte höhere Preise abrufen, konnte mehr verkaufen. Das heißt, bei mir ist dieser Auftritt fürs Business. Der ist nicht für irgendwelche Mädels oder irgendwie sowas, sondern mein Auftritt
ist ganz klar zu 100% Business. Das Auto ist fürs Business, die Uhr ist fürs Business. Der ganze Auftritt ist alles fürs Business. Ja. Und zwar für B2B und für B2C. Deswegen mache ich das Ganze. Ich hoffe, ich konnte das Ganze mal aufklären. Denn ansonsten wären das nur Schwachsinnsinvestitionen. Wenn du noch nicht meinen Business-Test gemacht hast, um herauszufinden, was deine Business-DNA ist, dann mach jetzt hier den Test, check das Ganze ab und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Abonniere den Kanal, wenn du Bock hast, gib einen Daumen hoch. Bis dann, dein Karl. Ciao.